ihr nur habt ihr ein bisschen mehr Bart. Und jetzt stehst du da und denkst dir, fuck den, du zu dissen wird hart. Ich kann nur bestätigen, ja, mich dissen nicht schlau. Außer man hat deine Mutter als Bodyguard dabei, weil die hat über den kompletten Rücken eine Latissimus wie ein V-Junge. Und an der Stelle merkst du, ich meine gar nicht, dass die Fettnisnebrig, übelstes Rindvieh. Allein den Mut zu entwickeln, hier anzusprechen, wirklich echt tricky. Ich schmeiß eine 20-Kilo-Scheibe mit drei Fingern durchs komplette Gym wie eine Frisbee-Junge. Ich bin Alke und ich scheiß auf eine Message, du Hong. Die Bitch aus deiner Hook fragt, wann du aus dem Ghetto rauskommst. Heftiger Song, was der für eine Fotze ist. Du bist kein Hookboy, du kommst aus Osnabrück. Den OG kauft dir keiner ab, du Toy, bist Blamage. Du bist nicht Haftbefehl, du bist Zeugenaussage. Jedes Mal, wenn die ein Fitnessstudio betritt, fragt jeder, fuck, was kommt da denn gerade rein? Da macht selbst der breiteste Mann freiwillig ganz schnell die Hantelbank frei. Und ich meine, du kennst deine Mutter ja. Bekannt auf der Straße als immer ausharrender Ehrengangster. Digga, die ist seit 2 Monaten in Frankfurt am Main der stärkste Rausschmeißer im Aero-Center, Junge. Und ich erklär's doch gerne noch einmal. Sein Unterkiefer hat eine eigene Postleitzahl. Ey, so ein Kiefer könnte größer nicht sein. Wissenschaftler fanden dort antike Höhlenmalereien. Was ist das für ein Unterkiefer, Bruder? Alter, echt! Als wächst dir jedes Mal der Kiefer, wenn du scheiße rappst. Weil du denkst, dass du einer von den Großen bist, verlierst du nach diesem Bodybag den Boden unter den Füßen, wie neulich im Kinderpool. Ich kam nach Berlin, um euren Favoriten zu zerfetzen. Du bist kein gefundenes Fressen, du bist ein gefundenes Häppchen. Und trotz deiner 40 Kilo Kinderkörper bist du kein einfacher Mensch. Ich schwöre, deine Enkel werden dich später Kleinvater nennen. Du bist doch so ein verbitterter Oldschool-Wichser, der alles Neue hasst, aber nichts im Blick hat. Denn in seinem Zimmer kleben immer noch die Biggie-Pack und Eminem-Sticker. Denn er ist ein echter Rapper. Ihm steckt Rap in jeder Pore. Er wollte aufhören mit dem Scheiß, aber konnte einfach nicht ohne. Ey, ich schwöre und gelogen. Hör ich noch eine einzige von deinen hohlen Hip-Hopper-Phrasen, komm ich mit ins Hoverboard in dein scheiß Viertel gefahren. Ich stürme deine Wohnung voll auf Lean und auf Strom, während ich Afro-Trap-Hören dein ganzes Tape-Deck zerstöre. Du bist bei Snapchat, ich schwöre, und alle können daran teilhaben, wenn ich mittels Step die Verglasung von deinem Eminem-Poster einschlage. Wo könnte der Unterschied sein? Ah, ich bin groß und du bist... und laber nicht. Dich mit kleinen Lines töten kann ich nicht. Weil ich weiß, du wärst so gerne groß, aber bist nicht nur deswegen größenwahnsinnig. Denn du meintest, in 2 Jahren hole ich mir den Gürtel. Bist du nicht ganz dicht, Alter? Was greifst du nach den Sternen? Du kommst nicht mal an den Lichtschalter. Du bist heute hier, um uns allen zu zeigen, was für tolle Bars du doch hast. Ich bin hier, denn ich arbeite gerade Sozialstunden ab. Und trotzdem macht der Typ in seinen Songs immer noch den heftigsten Hustler. Doch so broke ass motherfucker, dieser ärmliche Bastard sitzt allein daheim und mischt dabei seinen Nesquik mit Wasser. Mit Milch, Junge, mit Milch. Und komm mir bloß nicht mit erhobenem Zeigefinger, nur weil meine Texte manchmal nicht frei von Ismen sind. Ohne Ismen würde Battle Rap nicht funktionieren, weil wir alle nur irgendwelche Ismen sind. Zum Beispiel, wenn du mich jetzt hier frontest, dann sagen die Leute, wow, Wardcourt, Digga, das ist jetzt aber Fresh-Ismus. Fronte ich dich aber als mutterfickenden Mongo-Michi, sagen die Leute, ja, war hart, aber so ist halt Meinungspluralismus. Und jetzt rape ich dich, Gender-Schlampe, zum Psychiater. Junge, du bist im Inneren cool, Savage, doch nach außen alles schwarzer. All deine Battles sind wack und deine Lines viel zu künstlich. Mann, das ist kein Body-Shaming, wenn ich sag, dass mir das hier alles einfach zu dünn ist. Aber cool, dass du dich für Gleichstellung einsetzt. Mann, ich hoffe, dass deine Kommission weiß, was du in deiner Freizeit für Lines rappst. Wie finden die, dass du sagst, dass MC Lauch was mit einem Lehrer hatte? Wie finden die, dass du sagst, du trittst Kindern die Babyklappe? Wie finden die, dass du sagst, Joe Farrow ist ein Klischee-Kanacke? Sören, immer wenn an deiner Uni jemand Probleme hatte, bist du der ekelhafte Typ, gegen den sich deine Kommission einsetzt und ihre Regeln machte. Du rappst in deinem letzten Battle, wie man Joint baut, Tütchen auf, drüber, fertig. Ey, das kann doch im Jahr 2019 nicht ernsthaft dein Anspruch sein. Ich nehme das Raw oder Gizeh-Blättchen, den XS Pure Rice Aktivkohlefilter. Ey,
Ey, das kann doch im Jahr 2019 nicht ernsthaft dein Anspruch sein. Ich nehme das Raw oder Gizeh-Blättchen, den XS Pure Rice Aktivkohlefilter und tue mindestens zwei Sorten Ganja rein. Ja, Mann, das ist geil. Sag mir mal, Kai, warum willst du gegen mich battlen? Deine Kunstfigur Kairuso kannst du im Leben nicht backen. Ja, okay, paar Leute haben Mitleid und geben Reactions, denn der liebe Kai schaut nach fiesen Lines mit einem verlegenen Lächeln zu Crowd, bevor sie sein Ego verletzen. Fuck, du bist nicht du selbst allein, der Name beweist. Kai steckt zwar in Kairuso, aber Kairuso nicht in Kai. Dabei schreibst du jede Line im Style des Einheitspreis, aber du fühlst es nicht und das ist das entscheidendste Detail. Oder wieso sonst sagst du zu Nice, du boxst ihm ins Gesicht, wenn jeder an deiner zittrigen Stimme hört, du hoffst, du machst es nicht. Oder wieso sonst sagst du Jungfrau, du fickst paar Bräute, wenn jeder an deiner komischen Handbewegung sieht, dass die Bitch sich besser fingern sollte. Hey, was du machst? Und manche denken sich so jetzt, okay, aber was labert dieser Spartenball? Witze über Körperstaturen, ich weiß, mir würde abnehmen nicht schaden. Aber Junge, so unterernährt wie du aussiehst, würde Kollegas Boss-Transformation bei dir sogar die Krankenkasse zahlen. Für dich wird das Battle echt mies, dennoch brauchst du nicht anfangen, auch noch den Respekt zu verlieren. Mir war Renetics so lieb, deshalb habe ich die Stelle zensiert, doch bei dem rappe ich sie. Denn Real Talk, ich hab Mütter gefickt, die hatten Kinder, die waren älter als ihr. Du dünner Spast. Willst mich heute auch wieder wie Tao Front mit UFC-Bars? Doch du bist so dünn, er sitzt mal im Schneider, sitzt und machst so, siehst du aus wie eine Shisha. Es ist Snake Egghead Rhyme. Deine Botox-Schlampe hat Schlauchbootlippen, ich hab ein Messer bei. Ich sag entweder die leckt das Teil oder ich werd ihr Stecher sein. Jetzt hat dein Wasserbett paar Löcher, sie ist feucht und du nässt dir ein. Ich lernte auf alten Schiffen segeln, doch heute zog ich per Bahn, denn ich kam hier mittels Redefluss über den Wörthersee in einem Jetscheme rein und... Also Vorsicht, Digga, oder du pennst bei den Fischen wie Norman Ritter. Aber ey, vom Publikumsliebling zum Turnierfavorit, ja, muss ich halt auch noch ficken. Aber sag mal, wo warst du die letzten 15 Jahre, hä? Haben sie sich bei der Schülerhilfe rausgeschmissen? Aber für die, die den trotz 50 Jahre gescheiterter Musikkarriere immer noch nicht kennen, ey, das ist Niles. Der ist einer von der Sorte. Ja, zu meiner Zeit war Rap noch real. Gegen Ach als Maul, guck, wie ich die Punches in die Fresse schieß. Ey, wir haben Samstagnachmittag. Eigentlich müsste der gerade irgendwo beim Rentnerklatsch sitzen mit Kaffee und Hefezopf. Aber wenn einer von euch sagt, Hip-Hop ist tot, dann kommt er mit Rollator um die Ecke und sagt, nee, ich lebe noch. Yeah! Und sagt deinen kleinen Freunden Schitze und Schurtwort, wenn die ein Problem haben, sollen die herkommen und es versuchen, die Spasten. Doch ich hätte mehr Bock, die aus die Schuhe zu klatschen oder solche Moves hier zu machen. Denn du steckst dein Leben lang in einer Identitätskrise und wurdest geprägt von allen, die dir über den Weg liefen. Du wandelnder Mix aus Nuttensohn, dummer Sau und Justin Bieber und kommst gleich aus Niedersachsen, doch keiner macht den Sachsen nieder. Ich will von dir kurzer Lesbe nichts, außer einen echten Schlagabtausch, um zu sehen, wer der Bessere ist. So einen echten Fight. Und da ist mir auch egal, ob der Sack hässlich ist, weil das hier ist nicht Tinder. Hier kriegt er auch eine von rechts gewischt. Sie waren am Beaten bei deinem Dad, die Ho wurde beim Beugen besichtigt. Es gab 10 Gebote, damit sie bald von ekelhaften Leuten gefickt ist. Beim letzten Gebot dachte ich mir, boah, läuft bei der richtig? Denn es hieß nicht, du sollst dich begehren, deines Nächsten, Haus, Hof, Vieh und alles, was seins ist. Nein, das letzte Gebot hieß 9,70 €. Also was, Hashtag Sieg ist sicher? Du gehst hier nach nur gepisst ins Bett, denn ich schenke dir diesen Sieg und dazu auch noch meinen Disrespekt. Du bist einer, der den Schwanz von Titelträgern genau wie so ein Kalippo leckt, eine Pussy namens Aris. Also warum nennst du dich nicht Aristocat, hä? Mein Schwanz ist so groß, mit ihm kann man neue Stimmlagen schöpfen. Dein Schwanz ist so groß, mit ihm kann man beim iPhone das Fach für die SIM-Karte öffnen. Digga, dass ich mich entschuldigt hab, und dass du nie aufgetaucht bist, das kam niemals vor. Ich meine, was wollt ihr auch mit Flixbus? Weil, seit wann machen die denn Viehtransport, hä? Muss ich ja mal sagen, ihr redet über mein Englisch. Ja, das hat mich doll empört, denn habt ihr mal euer Deutsch gehört? Doch,
wie sollte man ihn foltern? Und die Lösung ist das schwarze Ding in sein Gesicht. Komm, wir spielen ein Spiel, du bekommst immer einen Stich. Bis du den perfekten Reim findest auf, der Fettsack hat einen Muttermal. Er sagt ständig die falsche Antwort und ich steche einfach 100 Mal. Er liegt verblutet auf dem Boden und sagt, ey Julo, was reimt sich denn auf, der Fettsack hat einen Muttermal? Ich spuck ihn ins Gesicht und sag, die beste Stadt ist Wuppertal. Yeah!